Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Rise and Fall als Shaka. Wir bereiten uns immer noch auf unseren Krieg gegen Chingis vor. Ich weiß immer noch nicht, ob das da unten ein Bug ist. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile Gott sei Dank ein kilometerlanges Backlog, das ich gerade aufbaue. Was für mich toll ist, weil ich dann weniger Stress habe, aber für euch vielleicht weniger toll, weil dann eure Kommentare nicht schnell berücksichtigt werden. Das sind, glaube ich, jetzt ca. 5 Videos voraus oder so. Ich habe sogar schon mit Verrätern und dessen... Yo. Ich besetze überhaupt nichts. Das gehört mir. Das ist einfach nur erlogener Stunken. Fake News. Überall. Wir haben Artillerie in Kurze und dann geht's los. Du willst mir... Oh, du willst mir ein Luxusgut geben. Ein neues. Jeans. Yo. Was ist mit dir los? Plötzlich will er überbezahlen. Sure as fucking hell. Auf Wiedersehen. Wir haben bald ein paar mehr Forschungslabore. Das ist alles sehr nett. Mittlerweile haben wir schon ziemlich aufgeholt. Sind noch immer dümpelt bei 161 rum, 149. Die Runaway-Ziff kennen wir gar nicht. Das ist ein bisschen unangenehm. Bisschen unangenehm. Forschungslabor in 40 Runden. Oder noch ein Handwerker. Haben wir gerade einen gebaut? Ich sehe keinen. Aber wir haben die Handwerkspolitik nicht mehr. That's my fucking problem. Right. Deswegen war der Handwerker auch so kacke beim letzten Mal. Das ist zum Beispiel ein Kommentar, den ich nicht berücksichtigt will. Hab würde. shit. Das ist, du hast jetzt nur 3 Aufladungen. That's a bummer. Du kannst mal einen Hafen bauen. Kannst mal einen Hafen bauen? Nee. Ich will ja nicht... Nee, wir bauen ihn dahin, auch wenn es weniger Geld bringt. 92 Runden dauert es gerade mal. Ich sehe. Wir haben hier mal Mauern, das ist schön. Wir haben hier einen General, das ist auch schön. Du kommst mal dahin, genau. Und dann machst du hier eine Armee. Ja, das sind 3 Aufladungen. Ich bin so ein Trottel, das ist unglaublich. Naja, shit happens. Ja, dass du mich nicht magst, verstehe ich. Ich betreibe Kriegstreiberei. Das ist nicht ein Vorwurf, das ist ein Faktum. Mit Stolz und Freude und geschwellter Brust und so betreibe ich Kriegstreiberei. "15 Handelswege sind aktiv. Das heißt, wenn alle 15 fertig sind, werden wir immer in einem dunklen Zeitalter nächstes Mal. Druck. Wonderful. Ich hoffe, ich take jetzt nicht zu schnell. Ich will mich selber immer ins nächste dunkle Zeitalter reinhauen, aber dann haue ich wenigstens alle anderen, glaube ich, auch in ein dunkles Zeitalter. That would be fun. Wir könnten eine Widmung wählen, aber ich würde mich, glaube ich, keine gerade so ansprechen. Naja, die mit den Handelswegen wäre eigentlich nicht so schlecht gewesen. Naja, wir schauen an den 4 Runden. Du forderst gerade was, du hast wieder mal etwas überhaupt nicht verstanden. Du hast nur ziemlich viel Kavallerie. Davon bin ich ein weniger großer Fan, mein Freund, muss ich sagen. Weil es wird unangenehm. Kavallerie-Korps ohne Ende. Wir könnten hier mittelalterliche Mauern bauen, will ich aber eigentlich nicht. Wir könnten dir auch einfach noch eine Feldkanone hinstellen. Zwecks Armee für deinen Feldkanonen-Korps da. So, wir müssen uns erst einmal mit allem drauf schießen und uns nicht nach vorne bewegen. Militärwissenschaften in einer Runde. Oh, das heißt, ich kann dich dann upgraden. Ich glaube, das machen wir ganz ohne Wechsel jetzt. Also ohne Politik wechseln, weil wir haben eh Geld. Makedonien ist eine Allianz mit Indien eingegangen. Oh, wobei, wir wollen ja dann eher für die Artilleriepolitik wechseln. Also mache ich es vielleicht jetzt noch nicht, sondern dann doch erst, wenn ich auf Berufsarmee gewechselt habe, nachdem wir Naturgeschichte erforscht haben. Dral in einer Runde. Big Fan. Ist das mal fertig? Ist... Das ist nicht so schönes Sächelchen bauen hier. Wie wäre es mit einem Unterhaltungszentrum bei dir? Aber da haben wir ja schon da eins. Das heißt, du brauchst eben nicht wirklich eins. Du brauchst eigentlich nicht so wirklich. Du könntest eigentlich einen Flugplatz bauen mal, wenn wir nichts so wirklich brauchen. Das hätte ich natürlich gerne vorher abgeholzt hier eigentlich. Weil hier kommt ein Farmendreieck hin. Wie lange brauchst du für einen Handwerker? 2 Runden. Dann haben wir bis dahin noch nicht die Politik geändert. Dann machen wir lieber einen Flugplatz. Dann wird halt leider nicht geholzt. Shit happens. So, du könntest jetzt ehrlich einen Unterhaltungskomplex bauen hier irgendwo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, dann geht sich hier wieder kein Farmendreieck aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, it's perfect. Okay, du bleibst hier. Du bleibst hier. Du baust dann noch eine Mine drauf. Wir haben noch einen Spion. Es wäre mal nett, wenn wir die... Wir sollten doch... Vielleicht sollte ich mir mal eine Karawelle kaufen oder sowas. Nur damit wir die letzte Ziff treffen können. Damit wir uns ein bisschen auskennen. Habe ich nicht einen schon in Den Haag rumhocken? Ich dachte, ich hätte einen in Den Haag rumhocken. Habe ich nicht den nur mal schon einen nach Den Haag geschickt? Oh, der wurde gefangen genommen oder so? Oder gekillt? Something like that. Schick mal einen nach Den Haag. Damit wir sehen, wie es ausschaut. Jetzt sind da zwei Lager nebeneinander. Look at that. Dann stehen wir da natürlich ein bisschen schlecht. Nächste Runde schaue ich mal, was wir uns da schiffstechnisch kaufen könnten. Jo, ey. Bist du nicht gerade beschäftigt damit, von allen angegriffen zu werden? War da nicht was? Hast du immer noch Zeit, das mit mir zu reden? Ist beeindruckend. Freundschaft mit Schottland. Geht doch scheiße. Stahl in 5 Runden. Wonderful. Tourgeschichte in einer. Ebenfalls wonderful. Du kannst mal hier das Wild machen gehen. So, let's have a look. Gut, na und das hier. Ugh, ist das teuer. Eine Fregatte. Wollen wir eine... Ja, wir kaufen eine Fregatte kurz. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Geld ausgegeben, sodass ich alles nicht mehr upgraden kann. Ich bezweifle es. Eine Militärakademie könntest du noch raushauen. Oder eine Fabrik. Ich glaube, die... Ja, okay, mach mal eine Fabrik. Ah, wir haben Zeitalterpunkte dafür bekommen. Nice. Sure. Immer her damit. Du baust definitiv eine Fabrik hingegen. Müssen wir uns... Ja, wegen den Lager müssen wir uns kurz ein bisschen umdisponieren hier. Jo. Produktion wählen, oh, du hast auch einen Industriebezirk, deswegen geht's dir so gut. Könntest du mal kurz einen Handwerker raushauen? 9 Runden, mit dem wir nachher eh wieder Handwerkspolitik ändern werden. Aber ich benötige Befehle, bleiben wir da mal da. Jo. Ah, und da hätten wir die nächste Bombarde, wonderful. 2 Artilleriearmeen, das reicht eigentlich meistens. Naturgeschichte haben wir ebenfalls in einer Runde. Das wird nett. Das heißt, wir haben wieder einen Handelsweg abgeschlossen. Nice. Wenn ich da gerade 14 von 15 sehe. Okay, so. Die Frage ist jetzt was. Großarmee. Darauf werde ich mal wieder kurz schalten. Wir haben genug Geld. Wir werden jetzt kurz mal... Die Berufsarmee hier reinhauen. Die neu ausgebildeten Handwerker hier hinhauen. Brauche ich das überhaupt? Vielleicht können wir damit das... Ne, lassen wir es lieber. Wir wollen es nicht übertreiben mit der Loyalität. Also passt das so. Ausrichtung wählen. Jetzt wollen wir Richtung... Ich meine, Bauwesen ist sicher nett. Da haben wir noch eine bessere Handwerkerpolitik. Und danach ist nämlich so die Frage, weil wir haben jetzt die Armeen schon. Normalerweise gehen wir... Ab da in Richtung Armeen, aber ich wüsste nicht, wieso wir sollten. Wir könnten... Nicht Richtung Kommunismus? Oder doch wieder Richtung Demokratie? Faschismus wollen wir definitiv nicht. Wie sieht's aus? Haben sie da auch was geändert? In Sachen Regierungen hier? Bis 2 Produktion, bis 1 Probiz... nice. Aha. Ne, die Demokratie ist eher besser geworden, finde ich. Also gehen wir vielleicht doch Richtung Demokratie. Nope. Ich bin im falschen Fenster. Da, genau. Also noch einmal. Bauwesen als erstes. Und dann Richtung Wahlrecht. Wir werden ein demokratischer Kriegstreiber. Wir sind die Besten. Let's go! Jetzt nochmal 4 Gesandte da reingesteckt. Geht ja schon unter. Das sind zufällig die gesamten Einwohner von Jerusalem sind schon Gesandte. Ja, sure.
Jo. Na, das nicht verstanden. Jo. Oh, mit dir gehen wir jetzt erforschen. Da ist auch noch eine scheiß Kavallerie. Ja, da unten sieht es immer noch genau gleich aus. Mittlerweile fast 100%ig sicher, dass es sich um einen Bug handelt. So sicher, wie ich sein kann, glaube ich. Oh, ich kann schon essen. Dabei haben wir erst 10 Minuten aufgenommen. The fuck, jetzt muss ich in den Cut reinhauen. Das Leben ist hart, das heißt, ich muss nachher das Video wieder zusammensetzen. Das ist alles ganz schrecklich. Auf der anderen Seite habe ich ziemlich Hunger. Und dem her hat es auch was Positives. Ying und Yang und so, ihr wisst schon. Jo, könntest du die Runde fertig machen? Bitte? Spiel? Hallo? Du musst die ja eh nicht bewegen. Damit ich ja schnellere Runden als nicht KI. Plastik gestohlen, wonderful. Alright, ich mache hier kurz einen Cut rein. Bis gleich. So, da war ich wieder mit vollem Bauch und keine Ahnung, was ich eigentlich tue. Beautiful. Du gehst eine Armee machen irgendwo, mein guter Freund. Da am besten, weil da nämlich schon ein Korb steht. Das trifft sich ja blendend. Du bleibst da. Du, zeig ich mal wieder, ich bin gerade sowas von nicht in irgendeiner Weise konsistent, wo ich mein Zeug hinschicke. Mit Zeug meine ich Handelswege. Natürlich, mit Zeug meine ich grundsätzlich immer das, was ich meine. Wenn ihr nicht wisst, was ich mit Zeug meine, dann liegt das an euch. Nicht an mir. Wollte ich nur gesagt haben. Falls da irgendwelche Unklarheiten geherrscht haben. 100% Hochbau, wieso will ich denn Hochposten machen? Warum bist du völlig blöd? Wir klauen einfach mehr Tech, wenn wir können. Yo, hallo Kavallerie. Alter. Ist einfach eingefroren? Ist die KI von Chingis einfach eingefroren? Na, weil mit denen rennt er ja rum, oder? Let's have a look. Oder? Ist das hier eine Leiche? Ist auf Sodom und Gomorra zurückgeblickt, oder? War das nicht da, wo die Salzsäule? Irgendeiner Frau? Von irgendwem? Gott, kenne ich mich gut aus mit der Bibel. Es ist der Wahnsinn. Ich komme sicher in den Himmel. I'm sure. Bauwesen, Stahl. Er heißt schließlich lieber Gott und nicht böser Gott. Right? Okay. Checkmate, Atheists. Bitte warten, ein Nachrichtenmeister hat vor kurzem... Okay, Produktion wählen. Ein Hangar? Braucht man einen Hangar? Können wir überhaupt schon... Wir können schon irgendwelche Flugzeugchen bauen, oder? Nein, weil wir kein Öl haben. Right. Wir haben Öl? What? Wir brauchen kein Öl? What? Wir haben Öl? Wir brauchen kein Öl? What is it? Gummibaum. Hatten wir nicht den Wissenschaftler, dass wir eh immer Öl anschließen können? Aber wir sehen noch kein Öl. Guter Punkt. Um Öl zu sehen, müssen wir nämlich Stahl erforscht haben. Makes sense, I guess. Doppeldecker, aber das wären nur Fighter. Ich will eigentlich keine Fighter, ich will nur Bomber. Egal, wir lassen es. Naja, so, irgendwas muss ich trotzdem aus. Okay, ich habe schon verstanden. Muss ich immer so drängen? Noch einen Aufklärungsballon brauchen wir nicht wirklich. Bauen wir noch irgendwo irgendwas? Irgendwie? Brauche ich mehr? Man könnte nochmal eine Bombardarmee ausbauen, aber nicht hier, oder? Nein, nicht hier. Weil du keine Kander hast. Dann bauen wir halt einen Hangar. Oder Kanalisation. Ne, wir haben keine Annehmlichkeiten. Man braucht Kanalisation, wenn man keine Annehmlichkeiten hat. Hangar. Wer warst du? Ich habe das in Ulundi gebaut. Nein, ich habe das hier gebaut. Es sieht nur so aus. Nein, das ist das Ikanda. Okay. Puh, das ganze Blut ist in meinem Bauch und nicht mehr in meinem Gehirn. In meinem Bauch, habe ich gesagt. Okay, don't get it twisted. Schiffswerft, was? What? Oh. Ein anderer Annehmlichkeitenbezirk. Nee. Wir machen die Annehmlichkeiten hier schon mal anders. Schiffswerft, Handelszentrum, Aquädukt. Ja, ich meine, wir bauen jetzt einfach den Schaas-Campus. Oh, wir können hier einen Campus hinbauen? Von dir? That's kind of funny. Let's go. Produktion wählen. Schiffswerft hier unten. Oder Militärakademie. Oder... Eine Fregatte. Oh, da könnten wir jetzt nochmal. Hey. Habe ich da keine Kamera? Ich habe natürlich eine Kamera. Wir bauen eine Militärakademie mal rein. Weil ich will irgendwann vielleicht noch einfach eine Artillerie-Armee bauen. Wenn ich ja Armeen bauen kann. Was mega cool ist. Du gehst nach Groningen. Ja. Wer ist da? Das ist der Dingsbums. Lautaro. There we go. Und
Da ist die Runaway Ziv. Robert der Erste. Folgt mir durch Weizenfelder und auch in die Schlacht. Ich hab zuerst gelesen, durch Weizenfelder in die Schlacht. Und dann habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt, wenn wir eine Schlacht haben und es gibt keine Weizenfelder. Aber er hat es eh nicht so gesagt. Edinburgh. Servus, also jetzt zeig mal her, wie schlimm bist du. 2,55, du Häusel. Ich bin aber schon besser als du. Du hast nur ein bisschen mehr Tech. Wir müssen da mal ein bisschen rumspionieren, glaube ich. Aber wir können auch Freunde werden. Robert, werden wir doch Freunde. Was hältst du davon? Wir haben nur noch 7 Handelswege, die sich auflösen. Irgendwas in der Moderne hier? Nein, noch nicht, oder? Renaissance, das ist doch eher weniger. Atomzeit, also in der Moderne sind wir schon, oder was? In der Moderne sind wir eh schon. Ins Atomzeitalter darf ich nicht. Aber ich mag. Na gut, holen wir uns das, die Normbauteile, dann schauen wir weiter. Widmungsboni ausgelöst. Wonderful. Ich muss kurz meine Tür schließen. Ich muss ziemlich viel andere Dinge machen während dieses Let's Plays. Das ist ein bisschen peinlich. Essen muss er, Türen schließen muss er. Für was ist er eigentlich da? Ich dachte, es ist jemand Spiel zu spielen. Ne? Okay. Handelszentrum und Forschungslabor. Bauen wir ein Forschungslabor. Forschungslabor ist immer schön. Du machst da noch einen Bauernhof drauf, dann bauen wir da eine Mine hin. Alles mit dieser Einstellung. Immer schön und enthusiastisch. Wie sich's gehört. Stahl in einer Runde und dann geht's los. Der steht jetzt auch schon die ganze Zeit darum. Aber jemand vorher hat er sich bewegt. Vielleicht ist er wie eine Maus und stellt sich einfach nur tot. Das wäre eine interessante Taktik der KI. Es ist aber immer noch nicht okay, dass er in meinen Landen rumstehen darf, wenn ich ihm keine offenen Grenzen gegeben habe. Wahrscheinlich sind sie dann plötzlich alle nicht mehr gefroren, wenn ich den Krieg erkläre, weil dann irgendwie sich der Bug aufhebt und dann gehen sie mir alle furchtbar auf die Nerven. Ist genau so wird's laufen. Aber wir können sie über nächste Runde austesten. Da kommt eine Kavallerie-Armee daher. Excuse me? What the fuck? Ich habe hier die Armee, nicht irgendwer andere. Die haben alle so... so viel zur Freundschaft. Was für eine geistlose Torheit. Ich würde euch die Axt in den Schädel treiben, doch sie wird euren Dickschädel wohl nicht durchbrechen können. Okay, like it. Typischer Schotte. Zumindest hat er ein bisschen was im Beleidigungs... Er hat ein paar Beleidigungsskills, sagen wir mal so. Has it going. Ja, da ist meine Artillerie. Wie viel kostest du? 350 schlanke Goldstückchen. Selbstverständlich. Oh, und jetzt können wir dich auch mit Kavallerie machen. Life is great. Das ist jetzt leider nur ein Korps. Du kannst leider immer noch nur ein dreckiger Musketier sein. Dauert noch ein bisschen mal, bis wir die Infanterie haben. Bauen wir jetzt noch in einer Runde, aber dann bin ich eigentlich noch nicht zurück. Ich glaube, wir probieren es jetzt einfach, weil die Stadt könnte ihm eh bald nicht mehr Mittel abschöpfen. Let's go. Amina hätte ich auch noch gern, wenn das möglich wäre. Da ist immer noch 3 Aufladungen, so wie es sich gehört. Da ist Aberdeen. Nächste Runde. Makedonien hat seine Freundschaft mit den Krieg verkündet. Die Krieg haben ihre Freundschaft mit Makedonien verkündet. Indien hat gerade die bösen Taten der Kree. Was auch immer. Denunziert. Könnt ihr ein bisschen näher kommen? 1-2-3. Jetzt kann aber niemanden schießen. Das ist ein bisschen scheiße von euch. Ich meine, du kannst dich wenigstens bewegen und schießen. Politik ändern, weil die eine ist rausgefallen und ich hätte sie doch so gern. Wo ist sie denn? Da, öffentliche Bauvorhaben. Hört sich auch besser an als Leibeigenschaft, muss ich zugeben. Irgendwie weniger unfreundlich. Gouverneurtitel. Ich glaube, wir befördern dich jetzt mal. Wir haben eh genug Gouverneure. Den Kardinal will ich nicht. Rumpf. Sure. Let's do that. Das will ich auf jeden Fall irgendwann gemacht haben. Und immer passt das schon so. Ja, das heißt mal den Unterhaltungsbezirk fertig kriegen. Das ist auch wahr. Weil alle sind zu leicht angefressen. Das ist quasi ein großes Wien hier. Du machst nochmal eine Mine. Du kommst dahin und dahin und dahin. Wunderbar. Und dann machen wir nächste Runde. In der nächsten Runde geht's rund. Oder warte jetzt noch 5 Runden, bis ich Infanterie habe? Nee. Oder? Ich meine, wir schieben das Ganze schon viel zu lange raus. Das bringt da jetzt nichts. Ein Nachrichtenbeitrag hat vor kurzem enthüllt. Gar nichts, oder was? Panzerabwehrmannschaft? Ich brauche langsam Maschinengewehre da unten, habe ich das Gefühl.
Wie schaust du militärisch aus? Achso, du bist der Stärkste, oder wie? Mhm. Na, mit dem macht es eh am meisten Spaß, sich anlegen. Yo, ich meine, du hast mich, aber du überbezahlst trotzdem. Immer her damit. Schoki. Nice. Einheit mit. Okay. Okay. Mach ich's jetzt oder mache ich's jetzt nicht? Mal. Probieren geht über studieren. Studieren geht über probieren. Die Ritter sind jetzt nicht so angsteinflößend, wenn man die bei Mannschaft. Ich weiß nicht, wie sehr ich die ankratze mit meiner Fake-Kanonen-Armee hier. Yo! Chingis. What's up? Casus Belli, formellen Krieg erklären hart. Nur mit der Mongolei, du bist eben schon mit wem im Krieg. Let's go! Genug der Worte, heute stimmt die Mongolei eurer Niederlage entgegen. Durch Weizenfelder? By chance? Nicht? Okay. Naja, weiß nicht, habe ich was durcheinander gebracht. Naja, jetzt sind sie alle wieder weg. In your face. In your face. Gut, das macht mal schön Schaden, das freut mich. Ansonsten, wollen wir jetzt dahin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die Artillerie behagt mir nicht. Da kann ich nicht hin mit meinem Zeug. Ich kann die Faker noch nicht gescheit beschützen. Nicht die Artillerie behagt mir nicht, sorry. Die Kavallerie plus die Panzerabwehrmannschaft. Was hast du für einen Nahkampf? Ah, ich meine, du bist eine Armee, das sind alles keine Armeen hier. Scheiß dir nicht ins Höschen. Let's go. Let's go. Bam! In your face. Yo, du kannst schießen. Lüg mich nicht an. Bam! 57, here we go. Naja, dich will ich noch behalten, weil du musst Infanterie werden. Du musst Panzer werden. Eigentlich würde ich am liebsten mit der Kavallerie hier ein bisschen rumlaufen. Aber 78 tut schon eher weh. Und dann bist du da im Kreuzfeuer von den beiden. Ist auch unangenehm. Du stellst dich einfach mal dahin. Wir machen ja auch mal einen schüchternen Schritt nach vorne. Du bleibst hier. Wo ist mein General? Komm hierher. Beschütze alle. Wait, what? Komm hierher, beschütze alle, habe ich gesagt. Einheit benötigt Befehle. Ja, du machst jetzt dabei nichts, weil du nicht schießen kannst, weil du mich noch nicht befördert genug bist. Weil ein Skillset zu wünschen übrig lässt. Wenn ich es mal so brutal sagen darf. Was ich darf, weil ich es mir gerade selbst erlaubt habe. Du gehst dahin. Und wir haben jetzt schon wieder, ich glaube, insgesamt 21 Minuten gespielt. Das heißt, das wäre es gewesen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war. Lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.